und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine Putensteaks in einer Spinat-Frischkäsesoße vorstellen. Ein sehr leckeres Rezept. Pute, Spinat und Frischkäse passen super zusammen. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir brauchen Putensteaks, Olivenöl, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz, Paprika, edelsüß und italienische Kräuter. Und daraus machen wir gleich so eine kleine Marinade und legen unsere Putensteaks ein. Und dann brauchen wir weiterhin Spinat. Wir brauchen Parmesan, Zwiebel, Kirschtomaten, Frischkäse, ein paar Knoblauchzehen, Tomatenmark, Creme fraiche. Und das Ganze werden wir würzen mit ein paar Chiliflocken und nochmal Paprika rosenscharf. Und ja, tada, Hühnerbrühe. Habe ich vergessen auf meinem Brett, steht aber im Rezept. Und dann können wir loslegen. Als erstes mische ich hier Kräuter, Pfeffer, Salz, Paprika und Öl in einer Box. Nehmt irgendeine Box, die ihr habt. Und vermische dann diese Kräuter-Salz-Mischung mit dem Olivenöl. Wir wollen so eine kleine Marinade machen. Und da werden wir gleich die Putensteaks einlegen. Die sollen so ein bisschen durchziehen während der restlichen Vorbereitung. Mische das hier gut. Und jetzt fand ich ein bisschen wenig Olivenöl. Ich habe da nochmal einen Hauch nachgekippt, denn ich möchte nachher auch nichts mehr zum Braten dazugeben. Also macht so ein bisschen nach Gusto, wie es euch gefällt. Also nochmal einen Schluck dazu. Und jetzt lege ich meine Putensteaks hier ein in dieser leckeren Marinade. Schön benetzen von allen Seiten, dass alle Stücke was abkriegen. Und wenn ich alle Stücke in der Box habe, dann verschließe ich die Box und stelle die einfach beiseite. Die ziehen jetzt durch die Steaks. Als nächstes Zwiebel und Knoblauch vorbereiten. Zunächst mal pellen. Mache ich nacheinander, damit ich hier das Brett sauber habe. Und wenn ich auch Knoblauch gepellt habe, dann fange ich an, schneide meine Zwiebel gar nicht in so kleine Stücke. Ich möchte die hinterher noch in der Soße haben. Die sollen ruhig ein bisschen Struktur noch haben, also nicht so ganz klein. Und wenn ich meine Zwiebel hier geschnitten habe, kommt als nächstes die Knoblauchzehe dran. Die hacke ich etwas grober. Wenn euch das zu grob ist, kein Problem. Nehmt eine Knoblauchpresse, das geht natürlich auch. Dann haben wir noch die Kirschtomaten, die werden nur halbiert, auch die möchte ich hinterher noch sehen, die sollen noch Struktur haben, deshalb nur halbieren, das reicht vollkommen. Mein Spinat war jetzt hier sehr groß, deswegen habe ich den mal ein bisschen gehackt, das müsst ihr gar nicht unbedingt, aber auch den möchte ich in der Struktur noch ein bisschen sehen, also nur ganz grob hacken und ja, da sind wir in Vorbereitung auch schon durch und können in die Pfanne gehen. Ihr seht jetzt hier, die Putensteaks sind wunderbar durchgezogen in den paar Minuten, das reicht völlig, die riechen auch schon ganz toll. Und die gebe ich jetzt hier in die Pfanne und die Pfanne habe ich, na, nicht Vollpower, sondern so drei Viertel heiß gemacht, dass sie nicht so ganz heiß ist. Olivenöl soll ja auch nicht so ganz heiß werden. Und jetzt brate ich meine Putensteaks hier von beiden Seiten. Ja, drei Minuten, vier Minuten, die sind ja nun wirklich sehr dünn. Länger braucht ihr gar nicht. Einmal drehen. Und wenn die Putensteaks dann wirklich von beiden Seiten gut angebräunt sind, aufpassen, dass ich sie nicht tot brate, die sollen also nicht trocken werden. Dann nehme ich sie raus und gebe sie hier wieder in eine Box und stelle sie einfach beiseite. Die brauchen wir nachher natürlich noch. Und in der wunderbaren Pfanne mit dem Putenfett oder Putenolivenöl hier brate ich jetzt gleich meine Zwiebeln. Die machen wir natürlich nicht sauber. Den Geschmack nehmen wir mit. Und die Zwiebel auch so mittlere Hitze, nicht so ganz heiß. Die sollen jetzt Farbe annehmen, den Geschmack vor allen Dingen aufnehmen. Und wenn die so aussehen hier wie hier, dann reicht das auch schon. Und jetzt gebe ich als nächstes das Tomatenmark dazu. Tomatenmark anbraten mit den Zwiebeln hier, das gibt nochmal so einen ganz tomatigen Geschmack. Das intensiviert den Tomatengeschmack nochmal. Und als nächstes gibt es dann auch schon die Tomaten dazu, die auch nur heiß gemacht werden sollen. Die sollen nicht matschig werden. Also nur, dass sie so ein bisschen mit angebraten werden. Und wenn wir das gemacht haben, ein paar Minuten auch nur, dann kommt als nächstes die Hühnerbrühe dazu. Und jetzt die Temperatur hier ein bisschen runterschalten. Wir wollen nicht die gesamte Flüssigkeit von der Hühnerbrühe verlieren, also ruhig ein bisschen reduzieren. Man kann ruhig kochen, aber nicht so lange. Und dann gebe ich Frischkäse dazu und Creme fraiche.
Und beides verrühre ich jetzt in der Soße so lange, bis sich beides aufgelöst hat und bis ihr so eine homogene, cremige Konsistenz habt, bis die Soße dann so aussieht wie jetzt hier. Und wenn sich beides aufgelöst hat, dann gebe ich dazu Paprika, Rosenscharf und Chili und würze die Soße. Auch gut vermischen und nochmal so eine Minute vielleicht aufkochen, dass die Aromen sich verbinden können. Und dann kommt als nächstes auch schon unser Spinat dazu. Deswegen hatte ich im Rezept auch geschrieben, nehmt eine hohe Pfanne. Am Anfang habt ihr viel Spinat, der geht ja nun sehr, sehr stark zusammen. Ich gebe jetzt hier einen Deckel drauf. Na, 5 Minuten, also viel länger als 5 Minuten braucht der Spinat hier auf keinen Fall. Zwischendurch mal einmal reingucken, mal ein bisschen rühren. Ihr seht, da hat er schon fast sein gesamtes Volumen verloren und ein paar Minuten später sieht das so aus. Jetzt kommt der Parmesan dazu zum Binden der Soße. Und jetzt müsst ihr die Temperatur nochmal etwas runterstellen, damit es nicht richtig kocht, sonst flockt euch der Parmesan aus. Der soll sich ja verbinden jetzt mit der Soße, also nicht mehr richtig heiß kochen, sondern noch so ein bisschen brodeln. Das reicht vollkommen, so halbe Hitze. Und jetzt geben wir unsere wundervollen Putensteaks wieder zurück in die Soße. Den sind wir schon fast fertig. Und natürlich nehmen wir den Bratensaft mit dazu, den die Putensteaks hier abgegeben haben. Denn da steckt natürlich besonders viel Geschmack, besonders viel Aroma drin. Und jetzt verrühre ich das Ganze nochmal ein bisschen. Und hier sollen die Putensteaks nur heiß werden. Ich gebe jetzt nochmal einen Deckel drauf, 5 Minuten ziehen lassen. Also nicht mehr kochen, nur ziehen lassen, die sind ja fertig. Ja, dann können wir eigentlich auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ich habe mir hier für meine Putensteaks Linguini dazu gekocht. Ich finde, das passt sehr gut. Und jetzt gebe ich mir mal hier so ein leckeres Stück Putensteak auf meine Linguini und schneide das mal an. Man merkt, das Fleisch ist immer noch sehr weich. Und im Anschnitt seht ihr auch jetzt hier ganz tolle Struktur. Das Fleisch ist natürlich durch. Und man merkt es eben, es ist nicht trocken und es ist nicht hart. So soll es sein. Wundervoll weich noch hier. Und jetzt wollen wir natürlich mal probieren. Und ja, sensationell. Wirklich toll. Das Putenfleisch ist ganz weich noch, ganz saftig, super aromatisch nach Frischkäse, nach Spinat, nach den Gewürzen. Also ich denke, meine Putensteaks in einer Spinat-Frischkäsesoße haben tatsächlich geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst. Bye. Koch mal schnell.